Deutsche Volksmusik. Ja. Okay. Also wir fangen im Bossa an und wechseln dann irgendwann so ein bisschen in Richtung deutsche Volksmusik. Blues. Ja. Blues jetzt auch noch. Nee, ich mache jetzt Bossa und dann wechseln wir in die deutsche Volksmusik und extra für Johnny schwenken wir dann noch in den Blues um. Das wird schwer, okay. Meine Damen und Herren, die gesunden Nachrichten. Immer die gleiche Leier, immer die gleichen Lieder. Der Castor-Transporter rollt wieder. Im italienischen Parlament hat man sich fast gerauft. Denn Berlusconi hat sich zur Abwendung des Misstrauensvotums Stimmen gekauft. Die Entlassung auf Kaution für WikiLeaks-Chef Julian Assange wurde rückgängig gemacht. Denn Schweden hat sich etwas Neues ausgedacht. Sie gingen gegen die Freilassung in Berufung. Da bekommen schwedische Gardinen eine neue Bedeutung. Oh, Volksmusik. Schwule Fußballfans. Ja! Das geht nicht! Nein, gib schon. Okay. Schwule Fußballfans sollen laut Sepp Blatter bei der WM in Katar auf Sex verzichten. Sonst bekommen sie 90 Peitschenhiebe und müssen bis zu 5 Jahren im Knast verrichten. Ja! In China hat man einen 2004 Jahre alten Suppentopf samt Inhalt entdeckt. Leider findet sich kein Freiwilliger, um zu testen, wie die Suppe schmeckt. Außer vielleicht die Frau mit dem Supersaft. Unaufhörlich fort. Schon ab 1. März nächstes Jahr ist die Wehrpflicht fort. Niemand sollte gegen seinen Willen zum Dienst an der Waffe herangezogen werden, sagt man jetzt. Moment mal, stand das nicht schon von Anfang an im Grundgesetz? In Athen trafen Demonstranten und Polizisten aufeinander und prügeln sich. Doch diesmal ging es sicherlich nicht um Stuttgart 21. Der Regierungschef des Kosovo ist im Amt bestätigt worden. Er heißt Tachi. Jetzt wirft der Europarat ihm vor, er sei Chef einer Organhandelmafia. Oh, ich muss niesen, Hachi. Ist gleich vorbei, keine Angst. Das Wetter hat sich die allerschlechteste Alternative ausgesucht. Es ist gefrierender Regen. Verflucht.
Kanzlerin Merkel ging einen Tag vor dem EU-Gipfel im Bundestag in die Vollen, weil der Euro die Schicksalsfrage sei und wir Europäer unbedingt den Euro wollen. Ein langfristiges Sicherheitsnetz für überschuldete Mitgliedstaaten kommt ins Rollen. Mir ist das egal, ich will lieber Weihnachtsstollen.